Oh Mann, willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Ja, wir haben jetzt hier uns den Weg durchgeschlagen mit Brock zur Schmiede. Haben jetzt eben noch hier so ein Reparaturding geschmiedet, dass wir endlich da runterfahren können, dann denke ich mal. In die Unterwasser wird es dann sein, ne? Tatsächlich. Es wird unter Wasser sein und die Waffe, die wir kriegen, wird dieses Rätsel hier lösen. Kein Plan, ob das dann auch so eine versteckte Dark Souls-Wand ist, die sich dahinter eröffnet oder keine Ahnung, was das auf jeden Fall sein wird, was wir da kriegen. Ich hoffe, irgendwie ist es so eine hammerähnliche Waffe, dass falls wir nochmal auf Tor oder so treffen, dass da so Hammer gegen Hammer oder so, das wäre auch absolut genial, oder? Genauso genial ist es, dass du dabei bist, Mann. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, Mann. Nimm dir jetzt noch 2 Sekunden, lass ein kostenloses Abo da, lass einen Daumen nach oben da, aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein weiteres Video von mir zu God of War Ragnarök. Wäre absolut genial. Ich bedanke mich vorab, Mann. Ist, wie gesagt, 2 Sekunden deiner Zeit und dann hilfst du mir extrem weiter. Let's go mit dem Video. Alright, es geht nach unten. Tief unter Wasser. Mal sehen, was für Monstrositäten uns hier jetzt erwarten werden und angreifen werden. Wo ist die Schmiede? Da kommen sie. Okay. Yo! Ein Speer? Nee. Okay. Sie braucht die letzte Zutat. Das Blut eines Gottes. Gib ihr deine Hand. Mit so einer Schmiede in der Zwerge hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet, tatsächlich. Ich dachte jetzt eigentlich, das wären so eine abgespacete kleine Zwergendame, aber hier so eine Katzen-Meerjungfrau-Lady, ja, hat auch was. Okay. Ach nee, der Speer ist jetzt im Ring drin, oder was? Bin kein Freund von Speeren, bin ich ehrlich. Ich mag Speeren nicht. Ich finde, das ist die lameste Waffe überhaupt, ja. Ach, okay. Die soll gegen Heimdall jetzt helfen. Trivifreter, fast vergessen. Bitte. Es wäre eine Ehre, wenn du es segnen könntest. Bist du... Hallo? Hallo? Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Scheiße! Verdammt, Sindri, du verlogener Rattenhintern! Ich wusste es! Ich war tot! Ich bin gestorben! Was willst du von mir? Er braucht einen Segen. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetang verbisst.
auch den Segen eines großen Schmiedes. Was? Oh, geil, Kratos, ey. Geile Aktion von dir. Nein, ich kann nicht segnen. Ich hab nicht alle Seelenteile. Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an. Wahnsinn, Gänsehaut, ja. Starke Worte, lieber Kratos, Mann, wirklich. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treffen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. Dann kehren wir heim. Die Dame der Schmiede. Okay, wie gesagt, ich hätte mir persönlich irgendwie gewünscht, eine Art Hammer irgendwie zu kriegen. Okay, aber ein Speer. Na, mal gucken, was der jetzt kann. Mal gucken, wie das Gameplay jetzt mit dem Speer wird. Eine dritte Waffe, okay. Wie rüste ich ihn aus? Falter sie nach unten. Okay. Okay. Alter, ziemlich schnell unterwegs. Kann ich ihn werfen? Ich kann ihn werfen. Ja, wie in den guten alten Zeiten, oder? Ich hätte es selbst nicht bedrohlicher sagen können. Ach, ich habe Aufladung auch noch. Okay. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Das heißt, Kratos ist nie mehr angewiesen auf Atreus. Er kann jetzt den Fernkampf auch selber. Okay, ich kann Dreieck drücken. Oh, ey, die Sperre explodiert. Okay, nice. Nice. Boah, jetzt haben wir fast die Chaos-Klingen auf Max. Fast die Axt auf Max. Und jetzt noch wieder von Null an den Speerleveln. Junge. Oh, das macht heftigen Schaden. Habt ihr das gesehen? Er hat seinen ganzen Balken da oben abgezogen. Bohren sie bis zu 5 Sperre hinein und drücken sie dann Dreieck, um explodieren zu lassen. Jo. Okay, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay, was ist das? Muss ich da ran? Okay. Das ist der letzte. Alright, okay. Der Drobnir-Speer sieht mir ziemlich kampftauglich aus. Mal sehen, ob er uns hier auch raushelfen kann. Okay, ich bin schon mal froh, dass der jetzt nicht dauerhaft auch auf dem Rücken klebt und dann so ein riesiger Speer da die ganze Zeit absteht. Siehst du die Schwachstelle? Ramm dort einen rein. Ah, okay. Ja, alles klar. Sehr gut. Ah, damit kannst du Kletterwege jetzt machen, okay. Okay. Ja gut, Das machen wir also wie Jungs. Hör mal, ich weiß zu schätzen, was du vorhin gesagt hast. Es ist gut, Freunde zu haben, wenn sich der eigene Bruder als dreckiger Lügner... Aber... Bestimmt wollte er dich bloß beschützen. Das war nicht seine Entscheidung. Wenn ein Mann stirbt, hat er das Recht, es zu wissen. Nur Mut, Brock. Wir sterben alle irgendwann. Viele von uns mehr als einmal. Ach, vergessen wir es einfach. Aber der Speer. Auf die Probe stellen. Na los! Vermutlich müssen wir jetzt kreativ werden. Warum sollte der Speer gegen Heimdall helfen? Weil, ja, der Speer ist natürlich jetzt schneller als die Chaosklingen und die Leviathanax, keine Frage. Aber warum kann der Speer denn gegen Heimdall bestehen? Überall Augapfelnester. Mach deinen Wurfarm bereit. Yo, ein Shot. Ein Shot und diesen Down. Wahnsinn. Das Nest trifft das verflixte Nest. Er kann schweben.
Geil, Mann. Yo. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat was. Der hat was, Mann. Der Speer hat was. Einen Speer an einer Stelle wie dieser zu nutzen, ist ein sicherer Weg, die Umstände blitzschnell zu ändern. Okay, wie kommen wir jetzt darüber? Siehst du, du bist ein Naturtalent. Holy shit, Freunde, okay. Was sagt ihr zum Speer? Was sagt ihr zum Speer? Schreibt es mal in die Kommentare. Asgarder Barren und Zwergenstall. Oh, yo, Mann, ey, wir können jetzt gleich leveln. Aber also, da ist jetzt die Frage, ne? Größer, je mehr man wegnimmt. Ist es Zeit, ich muss erstmal eine fette Rüstung irgendwie jetzt auf die Beine stellen und mit der ich richtig maximalen Schaden rausdrücken kann, bevor ich dann die ganzen Asgarder Barren zum Leveln ausgebe. Oder jetzt eben in die Rüstung. Ich weiß es nicht, ich bin hinterher gerissen. Ach, Mann. So, habe ich jetzt Fähigkeiten? Kann ich hier schon mal irgendwas leveln? Technik? Hätten Sie Dreieck gedrückt, um den Speer noch mit größerer Kraft aufzuladen? Okay. Erhöht die maximale Anzahl an Drohnen-Speeren, die für Sprengungen platziert werden können. 6. Mhm. Nahkampfangriffe in schneller Folge ohne Schaden zu nehmen, laden den Speer auf. Ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Und das hier wäre dann quasi den Strudel, ja. Wie 1500. Okay. Fernkampf kann während Sturmgewalt gedrückt halten. Okay, das ist wie so eine Art Bohrer dann. Und jetzt erstmal hier diese ganzen. Das sind leider immer die gleichen. Das sind immer die gleichen Angriffe und Fähigkeiten. Wie bei Axt und Chaosklingen. Aber der ist direkt schon auf Stufe 5, so wie es aussieht. Das heißt, wir sind nicht ganz bei 0 vom Schaden her. Schon mal gut. Okay, wo sind denn die Augäpfel? Links von dir! Wie gesagt, der gefällt mir echt gut. Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich kein Speertyp. Dann spuck's aus! Okay. Okay. Da sind die Luftdinger. Kann ich die jetzt auch dafür aktivieren? Hey, gut gesehen. So kommst du direkt nach oben. Yo, nice. Spricht der Speer etwa selbst mit dir? Nice. Du verstehst die Sache schneller, als ich erkläre. Oh, geil. Bei diesen Dingern kommt es immer... Ich sag dir, du bist zu weit auf der Seite. Zu weit auf der Seite, sagt er. Ich sehe hier unten keine Schwachstellen, aber such ruhig weiter. Ah, das ist jetzt unnötig, dass ich von hier nicht treffe. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Verarsch mich doch nicht. Okay. Ja. Vorsicht, Daun. Ein bisschen spät. Das heißt, die Nonnentruhe da vorne kann ich mir jetzt auf jeden Fall holen. Aber ich will jetzt den verdammten Speer hier oben drin rein platzieren. Ich komme auch nicht mehr runter, oder? Doch. Ja, das heißt, ich muss das von hier unten werfen. Und der bleibt. Der bleibt. Okay, nice. Oh, da eröffnen sich viele Wege in Vanaheim. In Vanaheim, aber auch in Midgard. Uah. Das ist eins von Nidaugers Kindern. In die Falle damit. Ach, so ein Lindenwurm. Geil. Yo, nice. Toll. Eins von 6. Oh, hallo. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Hast du nicht. Speerzusätze. Ja, rüstet man natürlich direkt aus. Das zurück zur Ratatöskern bringen, wann immer du bereit bist. Lindenwurmschuppen. Oh shit, Freunde, ey, da eröffnen sich richtig, richtig viele Wege jetzt, die wir gehen müssen. Ich muss euch beide um einen. Aber erstmal die Nornkiste da vorne jetzt. Dann sind wir quitt. Was dort in der Schmiede passiert ist, mit der Dame, das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Das erzählen wir nicht weiter. Nein, in Ordnung. Diese Armleuchter. Vielleicht schalten diese Grimme ihn aus. Nein. Okay. Ah, eine Rune für die. Für den Speer wäre auch geil jetzt.
Okay, ab Rainer. Beziehungsweise rauf da. Den können wir jetzt reiten, ne? So, und jetzt fetzen wir mal hier. Wo sind die Gegner? Wo sind sie? Ja, komm mal rüber. Komm doch rüber. Ja, dauert zu lange. Dauert zu lange. Ja, schade, Mann. Okay. Ja, fetz erstmal alles raus, was wir haben. Jojojo. Mann, mach doch die verdammte. Ich hau den einfach so kaputt. Ich hau den so kaputt. Ja, 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 ja. Egal. Braucht man nicht. Den brauchen wir aber. Der Stufe 4, der ist ein bisschen stärker. So. Rechts, sagt er. Komm schon, kriegen wir den gefinisht? Kriegen wir den gefinisht? Yes, nice. Ich liebe diesen Finisher von dem. Dieser Blick von dem Troll nochmal nach oben zu Kratos in die Augen, wenn Kratos zum finalen Schwung ausholt, ist crazy, Mann. So, und da lag, glaube ich, ein Upgrade-Material bei, um den Speer zu leveln. Ja. Ach, ein leichter Runenangriff. Was machst du denn? Ja, den rüsten wir auf jeden Fall direkt mal aus. Oh, hol du, Vorstoß, okay. Was glaubst du, hier ausrichten zu können? Mich töten? Ja, alles klar, das Chosen. War schon besser, meine Fresse. Das war für mich genug Aufregung für heute. Sammel du die Beute ein. Ah, Sekunde, Sekunde. Sammel die Beute ein, das heißt, da ist das Zeug, die Kugel wird es sein, damit wir den Speer leveln können. Ne, Amulettfragment, okay. Oh, nicht. Okay, das macht einen Sinn, was jetzt? Nicht wirklich, oder? Macht keinen Sinn. Oder können wir jetzt da runter? Nee. Der wird uns jetzt eh was geben, damit wir den Speer upgraden, glaube ich, oder? Sindri, Brock. Danke, Brock. Komm mal raus. Das ist ein guter Speer. Da hast du verdammt recht. Schafft der eingeschmissene Elemente. Den können wir verbessern. Verstand und Knochen, okay. Rüstung, Amulett. Noch ein Platz. Nice. 6 von 9 Plätze repariert. Perfekt, Mann. Perfekt. Haben wir irgendwie eine Frostflamme? Eine Chaosflamme? Nö. Oh, guck mal hier. Mit goldener Verzierung dann. Oh, sehen die am Ende cool aus. Wie sieht die Leviathanax am Ende aus? Man sieht einfach gar nichts. Alles klar. Aber auch mit goldenen Verzierungen. Oh, sexy. Obwohl das hier, finde ich, diese Bronze oder Rosé, wie man das immer nennen mag, ziemlich cool. So, mein Schild. Mein Schild. Kann ich dich verbessern? Ich kann dich verbessern. Glänzende Legierung und Hacksilber haben wir ohne Ende genug. Haben wir denn irgendwas anderes? Sowas hier zum Beispiel. Vitalität, Glück und Abwehr. Und hier geht Rune nach oben. Okay, das Schild gefällt mir gar nicht. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. 15 Abwehr dazu. Kann nicht schaden, ne? Ich weiß, wie du von hier runterkommst. Na, ich schätze dich auch. Alter, okay. Okay, so ist... die Punkte habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal gesehen. Da an der Mine, wo wir Tür befreit haben, war ein so ein Ding. Okay. Und hier war noch eine Nornkiste, ne? Und 2 Nornkisten sogar. Wenn ich mich recht entsinne, an der Silberminen-Phantasialand-Auffahrt-Abfahrt. Und dann da, wo dieses grüne Herz ist, ne? Kümmere mich für dich um die Tore. Ich hoffe nur, Sindri hat seinen Kopf noch, nachdem Brock mit ihm fertig ist. So. Das Eis zwischen den beiden ist im besten Fall schon dünn genug. Okay, jetzt mal kurz checken. Wo sind wir hier? Jetzt sind wir hier, okay. Das heißt, wir können beide locker easy jetzt holen. Guck mal, alle Dorfbewohner sind weg. Wo sind alle hin? Passt es gerade? Ich will nur reden. Wow. Vater zu Vater. Apropos, ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Dolin, du kleiner Verräter. Es geht ihm gut.
übrigens. Und das wird auch so bleiben, sofern ich heil zurückkehre nach Asgard. In nächster Zeit. Außerdem hat unser Freund hier noch viel vom Leben zu erwarten. Fraglich. Fahrt mit dir und benimm dich. Neuer Speer. Ich war nie ein Freund von Brock. Aber der Zwerg hat wirklich Talent. Du willst reden. Rede. Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Ich will den Frieden genauso wie du. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Er lügt. Ich weiß. Der Junge, er ist alles, was ich erwartet habe. So schlau. Nett. Ist er von dir? Nur Spaß. Du hast wirklich jeden Grund, stolz zu sein. Er ist der Schlüssel zum Frieden in unserer Zeit, zur Befreiung von all dem Schicksal und der Prophezeiung. Mein Sohn ist nicht ein Schlüssel. Oh Gott, kennt ihr in deiner Heimat denn keine Metaphern? Oder er kannte. Tut mir leid, das ist unfair. Du bist nicht mehr der Gott, der du einst warst. Und jetzt kannst du das beweisen. Gib mir meinen Sohn. Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Galvanio! Yes, ey. Und was für ein Gott ist das, Kratos? Ich zerstöre die nordische Mythologie einfach komplett. Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt, angebetet, geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessieren keine Sterblichen. Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Du fürchtest, was du garantiert niemals verstehen wirst. Ist es da ein Wunder, dass dein Junge keine Eile hat, zurückzukommen? Hör nicht auf ihn, Bruder. Er will dich doch nur verunsichern. Er will mich doch nur verunsichern. Er tauchte einfach aus dem Nichts auf Odin persönlich, Mann. Wagt es, hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Wenn bereit ist, zu Sindri zurückkehren. Na, wir sind noch nicht bereit. Wie gesagt, ich will mir die zwei Kisten holen. Warum kriegt er jetzt eigentlich EP, Mann? Ach. Das war mal die Rune. Okay, Mann. Okay, da hat Kratos jetzt richtig dem Odin mal gedroht, ey. Er hat gesagt, ey, wenn du mir den Sohn nicht zurückgibst, dann zeige ich dir mal der Gott, der ich mal war. Ja. Kurz mal hier klarkommen. Alter Schwede, Mann. Ich bin gleich tot, Mann. Ich bin gleich tot. Ich flippe aus. Alter Schwede. Meine Fresse, ey, okay. Yo. Schnell, 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 schnell. Kurz mal klarkommen. Alter, was machen wir für einen Schaden? Ist doch nicht mehr wahr. So, noch einer. Okay, der blockt das einfach weg. Du Hanswurst, Junge. Ist klar, fast tot. Also, was ist das für eine neue Waffe? Ah, das ist der Speer. Er besitzt die Macht von Dröpnir. Interessant. Kommt mit, wir können im Zug darüber reden. Nee. Bevor wir in den Zug steigen, wie gesagt, die zwei Nornenkisten hier. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Mach dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen? Ich habe Angst um dich, Bruder. Der Speer könnte einen Krieg auslösen. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht.
Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn. Na, vielleicht ist Kratos der, der Ragnarök auslöst und nicht der Fimbulwinter und, wie heißt es, Atreus. Hier war doch der Drecki, ne? Der allererste Drecki, den wir bekämpft haben. Wo ich muss dieses grüne Herz nochmal suchen, was an der Wand war. Okay, komm, wir kämpfen erstmal. Da wird hundertprozentig auch so ein Lindwurm drin sein oder so ein Drecki. Oh, nee. Okay, okay. Hinter dir, pass auf! Aber Odin, ich komme auf den echt nicht klar, ja, bin ich ehrlich, Mann. Ich komme auf Odin nicht klar, wie der redet. Der redet so richtig so ein bisschen spaßig, verwirrt. Wie mächtig wird er wirklich werden, ey? Das ist... Oh, no. Habe ich noch einen Stein? Nee, ich habe keinen Stein mehr. Der Kampf gegen Odin, Mann, der wird, glaube ich, heftig des Todes werden. Also ich glaube, das ist unumgänglich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das irgendwie schaffen können, dieses Game jetzt zu beenden, ohne Odin, Thor... Und all die Götter zu besiegen, die es eben da in Asgard gibt, man. Ich würde sagen, wir beenden die Folge dann jetzt doch hier. Dann holen wir uns die Kisten am Anfang der nächsten Folge. Und dann reisen wir nach Midgard, glaube ich, nochmal zurück. Da habe ich ja ein, zwei Stellen gesehen hier, wo man den Speer eben benutzen kann. Den würde ich dann gerne einmal testen. Und dann ja, reisen wir auf jeden Fall zu Sindri zurück. Ich danke dir, dass du da warst, man. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hoffe, die Folge hat gefallen. Es war absolut episch für mich persönlich auf jeden Fall. Geile Momente gehabt mit Kratos und Brock, was Kratos da gesagt hat und dann mit Odin, diese Meerjungfrau. Absolut fantastisch. Fantastisch ist es auch, wenn du jetzt hier irgendwo rechts, links auf mein Bild klickst, ein kostenloses Abo damit da lässt, dauert eine Sekunde wirklich und dann lässt du noch einen Daumen da, das dauert dann eine weitere Sekunde und dann, ja, hilfst mir wirklich sehr, sehr weiter und supportest mich mega krass, extrem. Ich wünsche dir noch einen super geilen Tag, mach was Schönes draus, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder und dann kämpfen wir nochmal gegen den Riss und ja, ciao mit V.